Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 276. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti. Gute. Der Herr Marvin muss leider der Erwerbstätigkeit nachgehen, was ein ganz klares Indiz dafür ist, dass ihr hier nicht genug spendet, sonst hätten wir ihn freikaufen können. Also von daher mal schnell die Supportseite hier ansurfen und mal irgendwie 2,50 Euro in den Ring werfen, damit wir den Marvin wieder freikaufen können. Nee, Spaß beiseite. Wir haben die Planung für die Woche ein bisschen geändert und nehmen an einem anderen Tag und ein bisschen früher auf und das passt halt leider nicht bei allen und ja, ist halt so, wie es ist. Aber wir kriegen das zu dritt auch ganz, ganz wunderbar hin. Und bevor wir anfangen, uns über Dummschwätzer und dergleichen aufzuregen, wollen wir doch erstmal uns über die Eintracht freuen. Ging ja richtig gut los am Samstag gegen Gladbach. Da hätte es doch nach einer Minute schon 1-0 stehen können, wenn der Boateng da nicht seinen dicken Fuß hinhält. Unglaublich eigentlich, ja. Ich konnte es leider nicht live gucken, aber natürlich in allen Zusammenfassungen und jeglichen Nachreport kam natürlich diese wunderbare Szene. Ist natürlich, zeigt, er hat Bock, er will, er ist ein Instinktfußballer. In dem Augenblick hätte er natürlich mal 2 Sekunden nachdenken können, dann hätte man wirklich schon nach einer Minute 1-0 führen können. Aber gut, ich will nicht zu viel spoilern, aber danach hat er es ja wieder gut gemacht. Ja, ich glaube, da kann man ihm halt auch wirklich keinen Vorwurf machen. Das ist halt wirklich so ein Reflexding. Du siehst den Ball da irgendwie reintrudeln und dann hältst du den Fuß da hin. Ich meine, klar, wenn du das am Fernsehbildschirm siehst und siehst so, okay, das Ding rollt rein, mach nichts, geh weg, geh einfach weg. Und dann, ja gut, das ist halt so. Ja, ihr seid sehr, sehr milde, ich wahrscheinlich auch, aber ich will nur mal in den Raum werfen, was passiert wäre, wenn nur Gotha das gewesen wäre. Also ich glaube, da wäre das Geschrei wäre größer geworden. Ich glaub, da, auf jeden Fall. Den hätten sie direkt irgendwie vom Platz retten das müssen. Das ist dieser Bonus, den er halt noch hat und wie ich es schon gesagt habe, er hat es wieder gut gemacht und ja, und der Dennis hat es ja schon angeteasert, er hat es ja dann wieder gut gemacht und auch geil, was man bei dem Tor erwähnen muss, was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, in der, wie Allaire den Ball abschirmt und einfach abtropfen lässt. Und wir haben auch mal wieder jemanden, der einen Einwurf ein bisschen weiterwerfen kann. Also das ist ein Tor, das sind genau diese Tore, die einen Verein wie wir brauchen. Diese Tore, du hast eigentlich nur einen Einwurf und kannst daraus was Gefährliches kriegen und führst plötzlich 1-0. Das heißt, du musst nicht diesen unfassbaren spielerischen Aufwand da betreiben, ja, um richtig dir jedes Tor so die ganze Zeit zu erarbeiten, sondern du kannst auch mal so in Führung gehen und das hat uns gut getan. Die Eintracht hat die erste halbe Stunde, hallo, die haben überragend gespielt. Gas gegeben ohne Ende, das war genau der pure Wahnsinn. Genau wie mit dem einzigen Unterschied, was wir gesagt haben, und ich bin so froh, dass das, was wir gesagt haben, dass das eingetroffen ist. Weil gegen Wolfsburg war es ähnlich und haben wir Pech gehabt und gegen Gladbach ist dieses Drecksding einfach reingegangen. Da hast du gesehen, okay, die Mannschaft kann es dann durchziehen. Kriegt gegen Ende hin, da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, gegen Ende hin ein bisschen merkwürdige Probleme momentan. Aber ja, das war zwischen Freude, Erleichterung und Bestätigung war das alles, waren alle Emotionen drin, weil ich echt Schiss hatte. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich habe Schiss, dass dieser Aufwand, den wir betreiben und dass wir gut spielen, dass irgendwann keiner mehr daran denkt. Aber die Mannschaft hat sich nicht verrückt machen lassen. Die haben Gladbach echt überrascht die erste halbe Stunde und hätte da auch 2-3-0 führen können. Ja. Also wenn die manche Situation wenn die manche Situationen anders zu Ende gespielt hätten und ein bisschen konsequenter, dann hätte die Mannschaft tatsächlich 2-3-0 führen können und da hätte Gladbach nichts gemacht. Die Eintracht hat es dann am Ende gut verteidigt, weil Gladbach ein bisschen besser ins Spiel haben kommen lassen. Aber ich glaube, unterm Strich war das eigentlich, und was ist das Lustige am Fußball? Die Eintracht hat eigentlich ganz genauso gespielt wie die ersten beiden Spiele. Also das war eine Leistung, ich fand die alle drei auf einem gleich guten Niveau. Ja, und jetzt gewinnst du halt in Gladbach. Spielst in Freiburg 0-0 und verlierst 1-0. Also da war jetzt alles drin, aber die Tendenz zeigt Gott sei Dank nach oben und die Bundesliga ist ja eh durch ein bisschen nah beieinander gerade am Anfang und also es ist nichts passiert, wir haben den Fehlstart vermieden, was sehr, sehr wichtig war und wir können jetzt dieses Heimspiel gegen Wolfsburg, gegen Augsburg können wir jetzt ein bisschen entspannter angehen, als hätten wir dort verloren. Also von daher, ich bin mit dem Spiel sehr, sehr zufrieden. Ich war, wie gesagt, das Einzige, worüber ich mit euch gleich noch sprechen wollen würde, ist dieser merkwürdige Abfall, den es auch gegen Wolfsburg gab. Ja, glaub, der aber lass 60, uns, 70 lass uns Minute. Doch mal vorne anfangen. Also es gab eine Änderung in der Startelf. Hasebe verletzungsbedingt raus, dafür Salcedo quasi als Rückkehrer. Und man muss halt auch, wenn man von hinten her anfängt, sagen, dafür, dass die Abwehr in der Konstellation noch nicht zusammengespielt haben, haben die das sehr solide gemacht. Gladbach war gut, absolut kreativlos, aber sie haben trotzdem keinerlei wirklich gefährlichen Torchancen
zugelassen. Ja, also man merkte zwar, wie ich fand, so ein bisschen diesen Unsicherheitsfaktor, aber das war schon dafür, dass sie das erste Mal in der Kombination gespielt haben, sehr, sehr zuverlässig. Und in der Offensive ist mir extrem aufgefallen, wie viel wirklich über Willems da drüben läuft. Ich meine, Schändler ackert halt auch wie ein Bekloppter, aber Willems ist halt an fast jeder Aktion irgendwie beteiligt. Wer für mich in diesem ganzen Konstrukt so ein bisschen abgefallen ist in dem gesamten Spiel, war irgendwie der Guzman. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es einfach, ich, wie gesagt, leider konnte ich es jetzt nicht live verfolgen, deshalb bin ich da wahrscheinlich auch der schlechte Ansprechpartner, aber ein Spieler unbedingt auch präsent auf dem Platz wahrnehmen zu müssen, heißt ja nicht unbedingt, dass er dann entsprechend unbedingt schlecht war, wenn er nicht so aufgefallen ist. Also ich hatte jetzt mal so ein paar Bewertungen noch durchgelesen, da ist er eigentlich überall ganz gut weggekommen, die Mannschaft generell natürlich, auch gerade durch ihre, diese aggressive, in Anführungszeichen aggressive Anlauferei des Gegners, dieses Zermürben, dieses, das ist ja das typische Spiel von Kovac auch, wo wir sagen, ja, gefällt mir gut, es hat immer so ein bisschen das Problem, du bist immer so ein bisschen am Rande der, jetzt gibt es wieder eine Verwarnung für den, das wird irgendwann dann auch nervig, wenn dann zu viele Verwarnungen kommen, gelb-rot gefährdet und so weiter, aber es funktioniert, du merkst, du gehst den Gegner richtig auf den Senkel und ja, das funktioniert schon ganz gut. Der Guzman, wie gesagt, klar, ist mir jetzt auch in keiner Zusammenfassung oder der wurde jetzt nicht sonderlich rausgehoben, aber ich denke, er hat im Gesamtkonstrukt sein Part gut erfüllt und dementsprechend völlig in Ordnung. Aber wie hast du das denn gesehen, Basti? Weil also ich würde gar keinen rausnehmen wollen, der irgendwie abfällt. Ich bestätige das auch, was der René gesagt hat. Die Abwehrkette, ich finde super, dass es diese Saison so ist, dass wenn uns einer ausfällt, ein wichtiger Spieler wie Hasebe, der eigentlich fast mit der wichtigste da hinten ist, wenn er ausfällt, dass wir ihn jetzt scheinbar mit den neuen Leuten nahtlos ersetzen können und das System auch nicht umstellen müssen. Ich hatte eigentlich gedacht, gut, wenn er da nicht dabei ist, wird vielleicht Kovac mit einer Viererkette spielen und die Sechs vielleicht ein bisschen dichter machen. Hat er nicht gemacht. Er hat genau dieses System und die zwei Spielen behalten und hat einfach nur Salcedo für Hasebe reingebracht. Und da hast du halt gesehen, wie wichtig ein Abraham zum Beispiel ist. Der Abraham hat das perfekt gemacht, die zwei an die Hand zu nehmen, in Anführungszeichen, und zu sagen, hier, so und so wird hier gespielt. Und Abraham war für mich mit Allaire und Boateng der beste Mann auf dem Platz. Also Abraham war eine Maschine. Der hat super organisiert. Defensive kannst du gar nicht sagen. Bei Willems bestätige ich den René auch. Das waren den ersten beiden Spielen schon. Der ist eine absolute Bereicherung. Du hast immer das Gefühl, der ist hinten und vorne. Wenn er am Ball ist, kann immer was passieren. Im Mittelfeld würde ich auch, der Guzman hat nicht sein auffälligstes Spiel, aber ich finde schon, dass das ein angenehmer Spieler ist zum Zuschauen, weil du bei ihm nicht das Gefühl hast, wie wir es früher hatten, dass du froh sein kannst, wenn er seine Beine sortiert, sondern der hat auch diese gewisse Grundtechnik, der kann den Ball verarbeiten, weiterspielen und hat eine Übersicht. Und das ist, der macht das noch nicht auf spektakulärem Niveau, dass du sagst, boah geil, der spielt jetzt hier die krassesten Pässe, aber der macht ähnlich wie Fernandes auch. Fernandes noch natürlich ein bisschen weiter hinten, aber die beiden spielen unauffällig, aber auch jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das ist... So unauffällig war Fernandes jetzt nicht, also der war schon an, also ich habe den in wesentlich mehr Aktionen wahrgenommen als der Guzman, wenn du überlegst, allein mal den Schuss da aus der dritten, vierten Reihe, hätte aufs Tor gehen können, dann scheint Fernandes ja auch so ein bisschen sein Sammelheftchen voll machen zu wollen. Der hat bislang in jedem Spiel eine gelbe Karte irgendwie genommen. Der will sich ein paar zusätzliche freie Tage da irgendwie rausholen. Und dann die Aktion, wo ich gedacht habe, er reißt dem Westergaard gleich den Kopf ab, was ich schon sehr lustig fand im Fernsehen. Wenn du siehst, wie der Kerl, der irgendwie zwei Köpfe kleiner ist als der Westergaard, den da anblökt, habe ich auch gedacht, so jeden Moment holt das Messer raus und schlachtet. Ja, aber das ist genau das, was wir immer wollten. Ja. Wie ihr es gesagt habt, genau diesen Blick von Fernandes, den habe ich auch noch im Kopf. Und das war genau das, für mich, jetzt hört sich übertrieben an, aber es war eine Schlüsselszene. Den einfach anzugucken und nicht auf den Boden zu schauen wie Aigner und Meier, was weiß ich was, sondern sagen, ey, was willst du? Was willst du, hässlicher Wikinger-Depp? Willst du noch einen von uns verletzen oder was? Und dann lässt er gerade auch so, okay. Und so ist die Eintracht im Endeffekt auch auf dem Platz aufgetreten. Die haben Gladbach nicht ins Spiel kommen lassen. Und die haben sich auch nicht nervös machen lassen. Gegen Ende vielleicht ein bisschen, aber du hast bei der Eintracht mittlerweile das Gefühl, als eine Mannschaft auf dem Platz, die nicht mehr so schnell zusammenbrechen kann, weil da, wie gesagt, viele Mentalitätsspiele auf dem Platz sind. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Und nach den ersten drei Spielen, wir dürfen noch nicht vergessen, dass auch bei De Guzman und bei der Bewertung von den ganzen Spielern, die spielen, wie gesagt, erst den dritten Spieltag jetzt zusammen. Und dafür funktioniert das schon überraschend gut. Also sehr, sehr überraschend gut. In allen drei Spielen. Gacinovic scheint auch diesen Schritt, den man von ihm verlangt, gemacht zu haben. Sehr deutlich sogar, noch, ja. Hm. Der hat auch noch ein paar Dinge hat er noch drin, aber meine Güte, der ist jung. Dann hast du Boateng, der einfach eine Präsenz auf dem Platz hat und der einfach der Eintracht diese Einstellung gibt, zu sagen, okay, wir gewinnen das Ding heute. Und es ist nicht schlimm, wenn wir die ersten zwei Spiele 9 Punkte geholt haben und wir machen jetzt immer weiter. Dann hast du Allaire, der ist für mich auch ein unsung Hero diese Saison schon. Der hat noch kein Tor geschossen, natürlich nicht. Aber der kann Bälle verarbeiten, der macht Bälle fest, den kannst du fast... Geniale also Präsenz auf dem Platz. Definitiv. Ja, du kannst den anspielen, der verschörpert den Ball nicht, der spielt kluge Pässe. Der hat das Tor vorbereitet. Also mit dem bin ich hochzufrieden. Ich bin allen zufrieden. Bei Rebic hast du gesehen, warum wir uns gefreut haben, warum er wieder drin ist, als er, ich weiß gar nicht, wem es war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er irgendeinem auch auf 5 Metern, 3 Meter abgenommen und hat ja dann auch diesen Ball reingebracht, der dann von Oskar Wendt nur ganz knapp geklärt werden konnte. Oh ja, das Ding war echt knapp. Und die Eintracht hat diese Elemente jetzt im Spiel. Alles, was wir uns erhofft haben vor der Saison, tritt momentan ein mit allen erwarteten Sandstellen im Getriebe, aber trotzdem. Das ist schon echt gut, Leute. Ich will gar nicht zu sehr in Euphorie verfallen, aber das ist super. Was jetzt noch zu beweisen wäre bei der Eintracht, ist, wie sie sich gegen eine Mannschaft, gegen Augsburg schlägt, die wahrscheinlich ähnlich spielen will, wie wir das eigentlich machen wollen. Und dann mal schauen, ob wir die spielerischen Lösungen finden. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich glaube auch das, weil wir viele Spieler da drin haben, die eine 1-zu-1-Situation und die eine neue Spielsituation kreieren können. Und oder auch mal Standards. Nach dem Eckball. Genau. Das ist genau richtig. Das. Genau so ein Tor wie gegen Gladbach machst du gegen Augsburg und dann hast du nämlich selber ein eigenes, anderes Spiel. Dann kann Augsburg das, was sie von vornherein vorhatten, nämlich nicht mehr machen. Und dann hast du so eine Mannschaft wie Augsburg, die du dann anders dir zurechtlegen kannst. Und das hat die Eintracht momentan. Also die Eintracht, du hast momentan bei der Eintracht sogar das Gefühl, da ist ein Eckball. Cool. Hatte ich keine Ahnung, wie viele Jahre nicht mehr. Von wegen beim Eckball, die Mischung macht es halt auch. Genau, die Eintracht kann man Langball spielen, den Haller irgendwie bearbeiten, wenn es zum Tor geht. Du kannst vielleicht zum Tor kombinieren. Boateng kann man was. 1 gegen 1. Ja, also hast was wirklich für machen. Alle Situationen hast du wirklich gute Spieler. Und das gefällt mir auch, dass du im Endeffekt nicht so, ja, ich sag mal, die Eintracht spielt nur lange Bälle, okay, steht es zu, fertig, dann fällt der Eintracht nichts mehr ein. Dann kannst du heute, das ist das Schöne, zumindest stand die letzten 3 Spiele, hast du gesehen, es ist den Spielern was eingefallen. Klar, hast du manchmal Pech gehabt, aber es ist wirklich genial, dass wir eigentlich auf jede Situation und auf jede sich ändernde Situation im Spiel eigentlich auch reagieren können, weil wir dafür die passenden Spieler auf dem Platz stehen haben. Oder auch auf der Bank noch. Also muss man ja sagen, du hast ja schon richtig angesprochen, Rebic, als er kam, das war kein Fremdkörper, sondern es war eher, wo du gesagt hast, oh, der passt aber gut rein. Situationen, du hast vorhin auch schon angesprochen, Basti, mit der Situation zum Tor, Haller legt ab auf Boateng, genauso hätte es sein können, Haller legt ab auf Rebic oder Haller legt ab auf Gacinovic oder sonst irgendwas. Also ich denke, das ist ein Stilmittel, was wir auf jeden Fall unbedingt noch weiter verfolgen müssen. Eventuell natürlich auch da ein bisschen Automatismen noch reinkommen müssen, das ist klar. Aber du hast es auch schon gesagt, 3 Spiele ist jetzt nicht die Welt. Also das macht mir schon sehr viel Freude und ich bin wirklich guter Dinge, dass du auch gegen Gegner, gegen die du dich eigentlich immer schwer tust, nämlich die, die erstens deinen Spielstil imitieren oder auch sich hinten reinstellen, wo du das Spiel machen musst. Ich denke, dass wir dafür die Spieler haben, um da auch mal eine Lösung zu finden. Ja, und vor allen Dingen hast du jetzt mittlerweile, ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr diese panische Angst zu sagen, okay, wenn uns jetzt noch 2 Spieler sich verletzen, dann bricht das alles zusammen wie in der letzten Rückrunde, sondern du siehst, Hasebe ist verletzt, zack, Salcedo kommt rein. Wenn sich jetzt, keine Ahnung, Gacinovic verletzt, dann hast du noch Rebic in der Hinterhand und kannst vielleicht das im Mittelfeld ein bisschen umstellen. Du hast noch Hygota auf der Bank, Barkok zur Not irgendwie, wenn du einen Außenspieler setzen musst. Du hast jetzt wenigstens so ein bisschen Stendera. Kamada theoretisch, der Kamada ist ja auch gar nicht mehr. Noch, der ist ja noch gar nicht. Eben, ja. Genau. Du hast Jovic noch, Besuschkow angeblich in der Vorbereitung auch im zentralen Mittelfeld ganz gut gespielt. Also du hast schon einigermaßen Alternativen dort. Und wenn Willems sich verletzt, kommt Tabata rein. Das wäre vielleicht jetzt nicht so positiv, weil Willems halt echt heraussticht. Aber ich glaube schon, dass da zumindest jetzt für die Hinrunde sollte das ausreichen und in der Rückrunde kommt ja auch noch Mascarell zurück und dann hat die Mannschaft echt eine geile Qualität und ich hoffe dann, ich habe ehrlich gesagt, es ist jetzt ganz, ganz früh, aber ich habe jetzt schon Angst, dass diese Mannschaft im Sommer auseinanderfällt und da habe ich gar keinen Bock drauf, weil da sind schon geile Kicker dabei, ja, klar das kann das alles schon noch irgendwie nach hinten losgehen, aber dass die Eintracht nach Gladbach fährt
und dort wirklich verdient gewinnt. Und nicht, also die Eintracht hat natürlich schon mal, die hat in Gladbach gewonnen auch. Und Ochs hat, glaube ich, auch schon mal das 4-0 da gemacht. Das waren dann aber alles eher Auswüchse nach oben und unten. Dass die Eintracht in Gladbach gewonnen hat, war tatsächlich, wir haben es letzte Woche angedeutet, eigentlich logisch nach den ersten beiden Leistungen. Und das ist ein Schritt, den darf man nicht unterbewerten. Den darf man nicht unterbewerten, zu sagen, ey, wir sind Eintracht Frankfurt, wir fahren dahin. Und wenn wir die Leistung von den ersten zwei Spielen zeigen, gewinnen wir da. Und genau das hat die Eintracht gemacht. Also ja. Das ist schon beeindruckend zum, Dennis hat es gesagt, Stand dritter Spieltag. Wer weiß, was passiert. Es kann auch sein, dass diese Truppe sich irgendwann zerfleischt und sich auf dem Platz selber prügelt. Dann kann alles passieren, aber hoffen wir es mal nicht. Momentan ist es echt geil. Also es ist geil, ja. Weil du gehst ins Stadion, nicht nur um anzufeuern, um zu sagen, boah, das ist die Eintracht, sondern auch, weil du denkst, boah, da kann wenigstens mal eine geile Spielsituation entstehen. Das weiß nicht so viel gewesen in den letzten 10, 20 Jahren. Eine Sache will ich noch anmerken, auch wenn er viel Schelte bekommen hat die letzten Wochen und Monate, Radetzky auch wieder ein gutes Spiel super. Gemacht. Super. Sehr gute Situation, ich glaube von Stindl, der den Schuss, genau, abgefeuert hatte. Das war sehr, sehr stark, auch wirklich eine gute Leistung, wo ich sage, ja, da kann man froh sein, dass man Radetzky hinten drin hat. Dementsprechend auch mal hier an der Stelle nochmal ein Lob an ihn, weil er doch viel, viel Prügel einstecken musste, so die letzten Wochen. Jetzt nicht unbedingt von uns, aber prinzipiell muss man da auch mal sagen, er bringt trotzdem seine Leistung, auch wenn es ja, da so ein ja, definitiv. Finde ich auch gut, weil du hast ja, wir haben ja auch das in den anderen Negativbeispiele gesehen, die sich dann irgendwo hin streiken. Genau. Und er gehakt hat es jetzt scheinbar abgehakt, er ist einigermaßen fresh, er hatte einmal ganz kurz Probleme wegen der Sonne, aber das ist ja auch normal. Und wie ich es schon gesagt habe, dieser Schuss von Stindl, den hat er super übergriffen pariert. Weil das ist dann nämlich so ein Ding, weißt du, dann prallt so ein Ball hin raus, dann wickst er das Ding in den Winkel und dann stehst du da und denkst, oh toll. So und genau so eine Situation. Hat er dann verhindert. Völlig unnötig, genau. Ja. Finde ich auch gut, dass er Dennis das nochmal erwähnt, weil ja, das ist auch super, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen, wie er mit der Situation umgeht oder dass er zum Unsicherheitsfaktor wird. Und wenn die Eintracht wirklich, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in Euphorie redet, aber wenn die Eintracht diese ganzen Mosaiksteine, wenn die weiter so gut zusammenwachsen, dann hast du einen geilen Torwart, du hast eine geile Abwehr, du hast ein geiles Mittelfeld und einen geilen Sturm. So. Ja, was kommt dabei unter? Nur noch ein geiles Torverhältnis. Ja. Ja, was kommt? Ja, aber das ist ja das Ding, die Eintracht hat ja in dem Sinne kein Offensivproblem, dass du sagst, okay, da kreiert nichts, sondern die Eintracht hat jetzt momentan einfach dieses Pendel mal nach zu sehr nach links ausgeschlagen, dass du sagst, okay, die Chancen gehen halt nicht rein. Ja. Aber die Stichproben werden sich irgendwann angleichen, der Wahrscheinlichkeit. Also das wird irgendwann einfach funktionieren. Und dann macht die Eintracht ihre Tore, weil sie ja schon, ich glaube, in Gladbach war es in der ersten Halbzeit auch, dass sie ein riesiges Chancen-Plus hatte. Ja. Also das war ja gegen Augsburg auch schon so. Und ja, also in Freiburg hatten wir auch die klareren Chancen. Und trotzdem hat die Eintracht es nicht verlernt, zu sagen, okay, wir bringen das jetzt über die Zeit. Und das jetzt können wir vielleicht dazu kommen, ab der 70. Stopp. Minute. Ja, stopp. Zwei Anmerkungen noch aus dem Chat, die passen da gerade noch rein, bevor du dazu kommst. Einmal der Hinweis, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, es wird wenig aus der Ferne geschossen, also man versucht irgendwie sehr weit in den Strafraum vorzudringen. Wenn du dir anguckst, aus welchen Positionen die Torschüsse waren, dann siehst du auch, dass über zwei Drittel der Torschüsse aus dem Strafraum selbst kamen. Das ist so die Frage, ob das halt immer auch funktioniert. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch gute Fernschützen, sonst bringt das auch nichts. Aber zwei Drittel ist eigentlich eine super Quote. Also wenn es jetzt nur aus dem Strafraum, aber zwei Drittel ist super. Also ja gut, ist halt auch eine Frage. Du hast ja auch schon angesprochen, René, der Fernschuss von Fernandes und ich glaube auch einer von Gasinovic noch. Also da waren schon noch ein paar Bälle dabei, wo ich auch sage... Außerdem ist Fabian auch gut. Verletzt. Also, ja. Das kommt halt auch drauf an, ob du halt auch jemanden hast, der das halt... Alter, den haben wir auch noch, den habe ich ganz vergessen. Ey, wenn ja, der auch noch... Der kommt vielleicht Alter, auch wieder. Eintracht wird Meister. Genau, und dann nochmal der Hinweis, dass wir ja immer gefordert haben, dass man auch gute Spieler mal für Geld irgendwie abgeben muss und dass das halt dann einfach der saure Apfel ist, in den wir beißen müssen. Klar ist das schade, wenn die Mannschaft dann... Ja, den beiß ich dann gerne, aber nicht so wie in der Vergangenheit, dass es auseinanderbricht und du hast nichts davon. Also wenn Williams nach der Saison für 18 Millionen Euro irgendwo hingeht, dann soll es mir recht sein. Ach, 25, wir kriegen locker 25. Festgeschriebene Ablöse für 5 Millionen wäre natürlich wieder zu kommen, diese Verträge. 4,5, Dennis, 4,5, nicht 5, 4,5. Das ist genau der Punkt. Genau, aber du wolltest jetzt auf die 70. Minute und das aufkommende Tief zu sprechen kommen, schon zum zweiten Mal. Das ist mir auch aufgefallen, irgendwie war so ab der 70. Minute
wirklich merklich konditionell fand ich so ein bisschen die Luft raus. Wenn man mal guckt, wie viel wir gelaufen sind, dann waren wir an dem Spieltag die laufstärkste Mannschaft. Ich hatte halt schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Art und Weise wirklich dieses frühe und aggressive Pressing und immer mit zwei Mann drauf, dass das halt einfach dann auch so ein bisschen seine Opfer fordert. Ja, aber ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das körperlich ist, sondern eher in Gladbach, also in Wolfsburg, gegen Wolfsburg wirkte das so, als wenn der Mannschaft dann irgendwann nichts mehr eingefallen ist. Sozusagen, scheiße, wir haben jetzt so gut gespielt und ist nichts mehr rumgekommen und Wolfsburg hat das dann irgendwie clever gemacht und irgendwie keine Lösung gefunden. In Gladbach wirkte das vielleicht so, weil ich kann mir ehrlich gesagt nach dem dritten Spieltag noch nicht vorstellen, dass das irgendwie Körner kostet, zu sagen, okay, wir haben jetzt so krass performt, dass wir jetzt nur 70 Minuten aushalten. Also dafür haben wir jetzt auch nicht so ein Powerfußball gespielt, dass du sagst, ja, Eintracht hat jetzt keine Ahnung was gemacht. Also die hat das geschickt, aber die haben jetzt nicht Leipzig oder Hoffenheim-artig da Überfallfußball gespielt im Sinne von. Das jetzt nicht, aber es ist ja nicht nur körperlich anstrengend, sondern es ist ja auch mental eine hohe Anstrengung, immer irgendwie da aktiv zu gucken, wo ist der Ball, welchen Spielzug muss ich jetzt irgendwie machen. Da sind ja noch keine Automatismen drin, sondern du musst das ja alles in dem Moment noch sehr bewusst machen. Und dann ist das wahrscheinlich auch einfach mental so fürchterlich anstrengend, dass du dann halt auch irgendwann so ab der 70. Minute einfach sagst, von wegen Schnauze voll. Ja. Ich denke ehrlich gesagt, dass das auch eine gewisse Taktik ist, zu sagen, okay, wir hatten jetzt in den ersten beiden Spielen echt Pech und wir werden das jetzt, egal wie es aussieht, werden wir das über die Zeit bringen, weil Gladbach uns auch nicht gezeigt hat, dass denen viel einfällt. Also das war ja nicht so, dass Gladbach das ausgenutzt hat und dadurch riesen Chancen sich erspielt hat. Nee. Klar hatten die haben sich immer gut bis zum 16. einigermaßen, dann ist denen auch nichts mehr eingefallen. Also du hast schon gesehen, was wir gesagt haben, dass Dieter Hecking dort Trainer ist, hat man gekündigt. Aber ich will mir noch einreden, dass das gewollt war. Und wenn es gewollt war, war es gut, weil es ist ja nichts passiert. Es ist nichts passiert. Auch, weil die Auswechslungen ja auch dafür sprechen. Wer einen Russ und einen Tarata bringt, im Endeffekt, ist ja eher doch meiner Meinung nach zumindest, insbesondere ein Russ, ist ja definitiv eher der defensive Part. Ein Tarata im Vergleich zu Willems, ja, vielleicht war Willems Blatt, der ist auch viel gelaufen über die Seite. Also meiner Meinung nach gehe ich da voll mit dir, Basti, dass eben dass der Trainer das so wollte, dass im Endeffekt hinten jetzt auch eher dicht gemacht wird und hat ja funktioniert. Dann war natürlich mit der ewig langen Nachspielzeit, das war natürlich sehr skurril, da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu. Ja. Also total strange. Also ich habe. Aber es hat ja geklappt. Es hat funktioniert. Es hat geklappt. Und du hast auch diese ein oder andere Situation, hast du ja auch gehabt. Also diese ein oder andere Situation hat die Eintracht einigermaßen gut rausgespielt. Und ja, und dann bei Rebic hätte es ja fast geklappt. Also das war ja dieses, wo einmal durch war und das war noch so eine ähnliche Situation. Ja, wenn du dann jetzt 2-3-0 machst, sagt jeder, das war clever und dann reden wir hier gar nicht über irgendeinen Leistungsabfall. Ja, das ist richtig. Ich hoffe einfach, dass wir nicht nah genug dran sind und das einfach nicht mitgekriegt haben, dass der Trainer gesagt hat, hier Leute, keine Experimente mehr jetzt, sondern Gladbach ist heute nicht so gut drauf, als dass die uns gefährlich werden können, spielt das Ding einfach nach Hause und bolzt den Ball zur Not weg. Es ist doch, ich glaube sogar, dass bei einer Szene, bei diesem, wissen wir, dieser eine Freistoß, wo Kovac auch, da hat Kovac dieses Zeichen gegeben, hier, vor. Da hat er einfach gesagt, hier, bolzt diesen Ball. Und dann hat er die Eintracht den Ball aus dem Halbfeld, den Torwart in die Arme geschossen. Ich glaube, er wollte er wollte einfach sozusagen hier, keine Experimente, wir haben genug Pech gehabt, bringt das jetzt bitte über die Zeit. Ja, gut, das war halt ein wichtiger Zeitpunkt, da die drei Punkte einfach auch mitzunehmen. Auf jeden Fall. Habt ihr eine Erklärung für diese Nachspielzeit? Ich meine, dass man dann nochmal auf 4 Minuten Nachspielzeit 2 Minuten drauf gibt, weil dann irgendwie alle da wie Fallobst durch die Gegend gehen. Kann man machen. Ja. Ist, wenn also man sehr penibel ist und das Gefühl hat, dass da noch irgendwas geht, aber mal ganz ehrlich, ob du jetzt in der 94. oder in der 96. Minute irgendwie abpfeifst, ich glaube, da wäre jetzt auch nicht mehr viel gegangen, aber wo kamen denn überhaupt diese 4 Minuten her? Also ich habe keine großen Unterbrechungen gesehen, die jetzt großartig störend waren. Es waren doch von Anfang an 6 Minuten. Das waren von Anfang an 6 Minuten. Ach, dann es waren 6 angezeigt und es hat 8 dann haben dann nachgespielt. Okay, so. Genau, dann kam Rebic noch 2 oben drauf. Also, ja. Also angeblich war es, ich hatte da auch ein bisschen mich reingelesen gehabt, es ging wohl darum, dass die Schiedsrichter angewiesen wurden, für jede Auswechslung eben 1 Minute wirklich dann drauf zu geben. Und es sind wohl die 6 Wechsel. Also ist das quasi eine neue Regel oder was? Ja, also zumindest wurde es so.
dass die das konsequente verfolgen, dass eben die Auswechslung, gerade wenn sie vermehrt in einer Halbzeit sind, dass sie auch konsequenter nachgespielt werden. Und er hat es halt ein bisschen gut gemeint und hat gesagt, naja, dann machen wir halt 6 Minuten für 6 Wechsel, was definitiv viel zu hoch war. Und dann noch 2 Minuten länger, als die Nachspielzeit dann eigentlich angezeigt war. Das war natürlich dann absolut chaotisch. Verstehe ich nicht. Da hat er Glück gehabt, dass da kein Tor. Also, wenn die Eintracht in 98 Minuten das 1-1 kassiert hätte, da weiß ich nicht ganz genau, was ich gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ja. Also, diese Regelung. Dieser Schiedsrichter, ganz kurz, der hat mich auch echt genervt, ehrlich gesagt. Also, das ist so, ich weiß nicht, das ist ein junger Schiedsrichter, der sieht aus, als wäre er 12. Und du hast das Gefühl, er will unbedingt seine Autorität so zeigen. Und der hat ganz viele merkwürdige, der hat jetzt keine Riesenfehler gemacht, aber der hat ganz viele merkwürdige Kleinigkeiten gepfiffen. Und so ein bisschen, also mich hat er genervt und am Ende natürlich noch mehr. Also ich habe es auch ähnlich wie Dennis. Für mich gab, natürlich, wenn ich irgendwas nicht mitgekriegt habe und bei Colinas Erben nicht genug zugehört habe und dass das jetzt vor der Saison irgendwie angewiesen wurde, zu sagen, okay, man soll konsequenter die einzelnen Ereignisse aufaddieren, dass diese Nachspielzeit der tatsächlichen Verzögerung entspricht, von mir aus. Aber ich kenne es also aus der Vergangenheit so, dass wenn 6 oder 7 Minuten nachgespielt wurden, dann auch wegen irgendwas Krassem. Dass wenn irgendwie, keine Ahnung, so eine Szene wie bei Liverpool gegen Man City, wenn da... dass eine runtergetragen werden muss, eine ewig Behandlungspause und sowas teilweise. Ja, dann ist das normal. Dann weißt du es ja auch. Ja, aber ich war so ein, muss man auch mal ganz persönlich zum Spiel sagen, wie ich es erlebt habe. Also ich fand es echt anstrengend, das Spiel, Leute. Also mich hat das fertig gemacht. Mir hat das keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Die Eintracht war geil, aber ich bin 1000 Tore gestorben, weil ich hatte bei jeder Kleinigkeit Schiss, dass die Eintracht das wieder verbaselt. Ja. Und als der dann plötzlich 6 Minuten Nachspielzeit, da hätte ich fast meinen Fernseher runtergeschmissen. Diese Unsicherheit war die ganze Zeit da, weil du irgendwie permanent damit gerechnet hast, dass sie den einen Bock irgendwie wieder schießen, so wie du es kennst. Diese Regelung mit diesen Zeiten für die Auswechslung, oder was heißt Regelungen, es sind ja so Vorgaben, Empfehlungen, die gibt es auf internationaler Ebene schon ganz lang und da werden die wohl auch viel, viel stärker schon so umgesetzt und ich meine auch verstanden zu haben, dass es Anfang der Saison irgendwie so diesen Hinweis gab, dadurch irgendwie stärker drauf zu achten. Aber das, was du sagst, habe ich auch so ein Stück weit empfunden, weil gerade diese 2 Minuten, die er noch draufgegeben hat, es ist ja Entscheidung des Schiedsrichters zu sagen, wenn in der Nachspielzeit es irgendwie zu Unterbrechungen gab, diese Zeit noch irgendwie hinten drauf zu geben. Ich habe jetzt nicht aus meiner Erinnerung irgendwie rauskramen können, dass es das in vielen Fällen schon gab, es sei denn, der FC Bayern liegt irgendwie hinten und muss noch ein Tor schießen, dann, wenn er ja jede Viertelstunde überspielt. Aber das war halt schon so sehr nach dem Motto, ich bin hier derjenige, der den Ton spielt und wenn ich sage, es gibt nochmal 2 Minuten drauf, weil ihr hier irgendwie Fallobst spielt, dann gibt es die nochmal hinten drauf. Also das fand ich halt schon einfach sehr, sehr unnötig an der Stelle. Total nervig, ja. Und wie er schon richtig sagt, wenn da das Tor fallen würde, würde jeder ausrasten und es ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Deshalb haken wir es ab, hoffen wir mal, dass es im Endeffekt ist ja nichts passiert. Dementsprechend sind wir froh drum. Aber es ist schon eine sehr seltsame Regelung. Ja, wir haben gewonnen, genau. Das ist doch ganz viel, was da passiert ist. Ich weiß gar nicht, was du willst. Gut, lassen wir das so. So, kommen wir zu unserer Rubrik Aktuelles. Ich hatte ja beim letzten Mal angedeutet, ich habe noch kein einziges Fußballspiel in dieser Bundesliga-Saison gesehen. Ich habe jetzt am Wochenende wirklich dann mal nachgeholt und habe, wie sich das für so eine Bundesliga-Saison standesmäß gehört, war mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, HSV gegen Leipzig. Oh, okay. Freitag, ja. Am Freitag. Mir ging es eher darum, ich wollte mal aus persönlicher Sicht vergleichen, wie schlimm das mit diesem Eurosport ist im Vergleich zu Sky. Jetzt habe ich auch versucht, annähernd gleiche Produkte zu vergleichen, nämlich diesen Euro-Sport-Player, den es ja nur quasi im Stream gibt, wo Basti sich ja schon fürchterlich drüber aufgeregt hat, im Vergleich zu Sky Ticket. Und ja, Eurosport hat so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Man muss aber auch dazu sagen, das Angebot hat bis Ende August 30 Euro für eine ganze Saison gekostet. Ja, es sind wesentlich weniger Spiele, aber das zahlst du bei Sky schon irgendwie, wenn du 3 Spiele gucken willst, ja, im Vergleich zu den 45, die es bei Eurosport sind. Und ja, es sind Anlaufschwierigkeiten, aber alles drumherum, die Halbzeitpausen, du wirst nicht ständig mit irgendeiner Scheißwerbung vollgelatschert. Die Kommentatoren beschränken sich auf das, was da auf dem Spiel passiert und hauen da nicht ständig wieder irgendeinen blöden Spruch irgendwie raus. Und okay, also klingt ja gar nicht so schlecht, dein Fazit. Man kann einen Sammer jetzt mögen oder nicht, aber
er hat halt wenigstens auch so ein bisschen Ahnung von dem, was er da erzählt. Und wenn nicht irgendwelche Quotenexperten irgendwie eingeladen, wo du dich fragst, unter welchem Stein sie die rausgeholt haben. Also wenn das Ding halt sauber läuft von der technischen Infrastruktur her, dann ist das sein Geld echt wert. Im Gegensatz zu Sky, wo ich in Zehner nur für 24 Stunden, die, also es wurden 24 Stunden irgendwie genannt, von 4 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts sind nach meiner Rechnung keine 24 Stunden. Okay. Ja. Grob geschätzt. Ständig Werbung, die erste Werbung kam nach 5 Minuten. Die Bildqualität lief zwar, aber war zum Würgen, die kriegen ihre Farben nicht in den Griff. Die Eintracht-Trikots sahen durchweg rosa aus bei diesem Sky-Ticket und du wirst ständig mit irgendeiner Werbung vollgelabert und die Halbzeitpause besteht halt wirklich nur aus Werbespots. Also ganz ehrlich, ihr könnt über eure Sport so viel meckern, wie ihr wollt, aber die versuchen wenigstens ein vernünftiges Angebot für Fußball aufzuziehen und machen nicht diesen gequillten Mist, den die anderen machen. Das klingt doch schon mal gut. Also ich hatte auch mitbekommen, dass sie sich entschuldigt hatten bei denen, die vorher gebucht hatten und die Probleme hatten, haben nochmal 10 Euro gutgeschrieben bekommen. Jetzt für die ersten. Ohne zu fragen, einfach ein Zehner so jedem zurücküberwiesen. Ja? Da musst du bei Sky, musst du da 48 Monate hinterherrennen, bis du mal irgendwie einen Schlüsselanhänger kriegst. Ich glaube, da kriegst du gar nichts. Ja, das ist also dementsprechend klingt alles sehr gut, muss man natürlich gucken. Das sind, glaube ich, die Freitagsspiele, die Montagsspiele und die sonntags morgens, also diese sonntagsmorgens, vielleicht schon. Sonntagmorgens, 13:30 oder sowas, ja. Ja, sowas. Die Spiele werden da, glaube ich, übertragen. Genau. Also es ist definitiv, die Eintracht wird, glaube ich, tangiert durch auf jeden Fall ein Freitagsspiel, das habe ich gesehen. Deshalb hatte ich es auch gebucht, muss man mal schauen. Ja. Also, Also es sind, also die HSV-Fans, die müssen da ja jetzt durch, weil die haben ja jetzt irgendwie 3 Freitagsspiele hintereinander. Da kommst du um den Kram ja nicht drum rum. Aber wie gesagt, Anlaufschwierigkeiten muss man jetzt sagen, ob das irgendwie vorhersehbar oder nicht, aber das hatten andere auch. Ich meine, wie oft hat Sky irgendwie sein Zeug nicht in den Griff gekriegt? Ich erinnere mich irgendwie vor 3 Jahren, wo bei Sky Go wo Bayern gegen Dortmund unter der Woche spielt und das Ding lief irgendwie 89 von 90 Minuten nicht. Also ja, und da zahlst du wesentlich mehr Kohle dafür, dass es nicht funktioniert. Ja, bin ich voll bei dir. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich würde das gar nicht gegeneinander vergleichen. Ich finde es trotzdem, wenn ich bei mir hat es nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Gut, ich hätte mir das Spiel wahrscheinlich auch nicht angeguckt, aber ich habe, bei mir geht das nicht. Und ich finde das schon, beim ersten Spieltag von mir aus, dann war aber jetzt Länderspielpause, ich finde es trotzdem skurril, dass man das hinkriegt, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich entscheide, Geld auszugeben für Rechte und dann merke ich, es funktioniert nicht, dann mehr weiß ich nicht, da würde ich schon mal gucken, dass ich die 2 Wochen nutze, um das zum Laufen zu bringen. Das kann ja nicht so schwer sein. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite hat die DFL den Videobeweis für ein Jahr lang getestet und wie gut hat der in den ersten beiden Spieltagen funktioniert? Ja, aber das heißt doch nicht, wenn ihr beide 500 Euro versauft, dann bin ich ja nicht besser, weil ich nur 450 versauf. Also, doch, du hast noch 50 doch, fürs nächste Wochenende. Ja, aber das heißt ja, trotzdem wäre es ja besser, wenn wir alle 3 kein Geld versaufen. Also das heißt ja nicht so von wegen, ja, aber die, aber also, die anderen mussten ja dann auch mit dem Shitstorm leben. Das muss auch Sport, sorry, das müssen die jetzt auch, weil ich ja, für mich stimmt. ist es ein Rätsel, wie das nicht drin sein kann, dass das funktioniert. Und das waren teilweise schon skurrile Bilder, beziehungsweise beim ersten Freitagsspiel bist du gar nicht reingekommen. Jetzt ging es so ab und zu mal und ist wieder. Klar, ich bin jetzt auch nicht so sauer wie alle und ich finde es auch ehrlich gesagt eine Frechheit von Gisdol, dass der die Pressekonferenz nutzt, um auf dieses Thema anzusprechen, wie als wäre das so ein gesellschaftliches Thema, so wegen das und das ist eine Katastrophe, wo du denkst, er redet über, keine Ahnung, Schmähgesänge oder irgendwas und dabei geht es nur auch Sportplayer. Ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt gar keine so große Meinung zu. Werde ich wahrscheinlich dann erst sehr emotional haben, wenn die Eintracht mal spielt und ich nicht hinfahren kann, beziehungsweise wenn ich zu Hause spiele. Weil da ich wäre als gesagt als HSV-Fan wäre ich ausgerastet. Ich hätte jetzt fast als Leipzig-Fan gesagt, aber da kann ich es mir nicht vorstellen, da schaut es wahrscheinlich nicht. Aber das ist schon scheiße. Also wenn du denkst, oh cool, wir lassen uns jetzt schauen, dann geht das einfach gar nicht. Du, mir ist vollkommen klar, also wenn du Fan der betroffenen Mannschaft bist, dann hast du natürlich da eine ganz andere Wahrnehmung und ich finde auch, dass man das durchaus kritisieren kann, wenn das nicht funktioniert, weil klar musst du als Unternehmen davon ausgehen, wenn du diese Lizenzen kaufst und sowas anbietest, dass es auch Leute gibt, die das nutzen wollen bzw. nutzen müssen. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass das im Verhältnis von dem, was man versucht und was man dafür bezahlt, zu
dem vergleichbaren Konkurrenzprodukt es nicht so schlimm ist, wie man das darstellt. Also für alle Betroffenen auch noch. Ehrlich gesagt, weil du kriegst ja auch nicht so viel. Also ich weiß nicht ganz genau. Das müsste man, das können wir ja bis nächste Woche mal genau ausrechnen, wie viel du pro Spiel bei dem und dem zahlst. Weil Sky hat dann halt trotzdem noch 8 Spiele. An dem Spieltag und Eurosport 1. Weiß ich nicht, ob man da so milde walten lassen kann. Ich weiß nicht, also gut, ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, weil dieses Thema sowieso ein bisschen zermürbend ist gerade. Dieses, eigentlich habe ich weder auf Eurosport noch auf Sky keinen Bock, gerade Fußball zu schauen. Ich würde am liebsten, dass DAZN sich das mit seinen Kommentatoren komplett holt und mit seiner App und seiner Infrastruktur. Das wäre eine feine Sache, ja. Die hatten am Anfang auch Probleme, aber die hatten auch 5000 verschiedene Sachen da am Laufen. Premier League, dies da, bla 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 bla. Ja, ich weiß nicht, ein Freitagsspiel sollte schon hinzukriegen sein, ehrlich gesagt. Ja, haben sie ja noch ein paar, ja. Und wir können zur Not, wenn es uns betreffen sollte, bei dem Eintracht-Spiel gucken wir eben über Amazon Channels, da ist es nämlich anscheinend einwandfrei gelaufen. Also ja, was aber das gleiche Produkt ist. Also das, was du über Amazon für die 5 Euro im Monat kriegst, ist quasi auch das Eurosport-Angebot. Das ist exakt das gleiche. Ja, aber eine andere Plattform, oder? Das wird ja über die Amazon-Surfer, also das lief wohl einwandfrei, zumindest so hieß es. Ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Genau, ja. Also zur Not kann natürlich auch, dass Amazon sich da dazwischen schaltet und die Infrastruktur macht. Man muss ja aber sagen, in allererster Linie sollten wir alle ins Stadion gehen. Also dann brauche ich auch keine Eurosport-Player und dann ist mir das auch alles scheißegal. Genau. So ist es. Aber habe ich jetzt verpasst, haben wir über Augsburg überhaupt schon gesprochen? Na, da kommen wir jetzt hin. Wir kommen jetzt an den Punkt, dass wir als Fans ja auch mal Dinge kritisieren dürfen und das haben wir ja hochherrschaftlich jetzt bestätigt bekommen vom Herrn Hellmann, der das in einem Interview sagte, dass man als Fan auch durchaus mal den Verein, den DFB und die DFL kritisieren kann und das auch mal gerne mit etwas harscheren Worten. Da muss man auch mal drüber stehen. Fand ich eine sehr sinnvolle Aussage in dem Zusammenhang. Sehr angenehm, gerade in diesen aufgeheizt populistischen Zeiten war das wenigstens mal ein Versuch einer kleinen Differenzierung, auch wenn das Ganze nur irgendwie 2-3 Minuten ging. Aber es tut doch ganz gut, dass es Leute wie ihn gibt. Das Problem ist, wenn ich jetzt Leute wie ihn sage, der Einzige, an den ich dann noch denke, ist vielleicht Hansi Küpper und was. Ansonsten habe ich zu dem ganzen Thema in der Öffentlichkeit, außer vielleicht ein oder andere Freundartikel, noch keine wirklichen differenzierten Artikel gelesen, ehrlich gesagt. Es ist alles, ja, das ist, wie gesagt, wir hatten es ja auch letzte Woche schon. Das ist eine Debatte für eine eigene Sendung. Da kannst du Monate finde ich trotzdem, füllen. dass man das mal erwähnen kann, dass Hellmann das ganz gut eingeordnet hat. Ja. Und dass man eben nicht den Fehler macht, wie der DFB das macht. Alles, was es gibt, Pyrotechnik, Hitlergruß, Schmähgesänge, DFB-Kritik, alles in einen Pott zu schmeißen alles und zu sagen, Pott, ja, alles ja. Chaos. Alles Chaos. Alles Verbrecher. Cool. Wenn du nach den anderen gehst, sind es ja immer Verbrecher, Meuchelmörder und was weiß ich, golfende Banker, wie wir letzte Woche gelernt haben. Ja, nee, also eine sehr differenzierte Sicht auf das Ganze, die auch da mal irgendwie gut tut zu sehen, dass es da auch sinnvolle Meinung oder Menschen gibt, die auch mal drüber nachdenken, über das, was sie sagen. Zu Menschen, die nicht über das nachdenken, was sie sagen, kommen wir später. Jetzt kommen wir erstmal zu Augsburg. Das ist nämlich unser nächster Gegner am nächsten Wochenende, ein Heimspiel. Und damit auch der Auftakt in die englische Woche. Augsburg hat am vergangenen Wochenende gegen Köln gewonnen. Ob es verdient war oder nicht, weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gesehen. Jedenfalls haben sie gewonnen, haben auch wie wir 5 Punkte, haben gegen den HSV verloren. Habe ich doch gesagt? 4 Punkte, ja. Habe ich 5 gesagt? Entschuldigung, ich meine 4. Ja, aber nichts. Falsch aufgeschrieben. Gegen den HSV verloren, da muss man sich schon sehr für anstrengen. Gladbach unentschieden, das haben wir besser gemacht und haben gegen Köln gewonnen. Ja, ich denke, da sollte was drin sein, gerade wenn du wieder mit der Mannschaft so aufläufst. Es wird ja, denke ich mal, ein Wechsel höchstwahrscheinlich wieder geben, wenn Hasebe fit ist, denke ich mal, oder? Würdet ihr dann trotzdem mit derselben Fünferkette spielen wie jetzt bei dem Spiel? Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob da was gehen muss. Also Augsburg war vor der Saison für mich, hätte ich ganz klar gesagt, Abstiegskandidat. Jetzt so im Moment, in der aktuellen Situation, habe ich vor dem Spiel tatsächlich so ein bisschen Bammel.
Ja, aber Köln hängt halt einfach nicht in einem Loch. Die haben das, ja, die Augsburg hat eben das gut gemacht, hat es das ausgenutzt, dass die im Endeffekt total wirklich nur Europa League Euphorie haben. Ich denke, normalerweise wäre das Spiel auch, Köln war halt wieder, ja, die sind einfach nicht in Dritt gekommen. Das hat Augsburg gut ausgenutzt. Aber da brauchen wir keine Angst zu haben. Das war jetzt kein Überfallfußball. Ich habe es nur in der Zusammenfassung auch da gesehen gehabt. Aber die Tore waren auch Zufall. Also das war genau. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da nicht auch mithalten können. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die Vielfalt der Mannschaft gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass wir da auch ein Tor bekommen. Und wenn wir hinten wieder gut stehen, denke, da ist was drin. Ich bin da beim Dennis, ehrlich gesagt. Und ich will auch, weil man hat als Eintracht-Fan immer dieses, na, mal schauen, eigentlich, das ist genau das Spiel. Weil die Eintracht gewinnt den Gladbach und verliert zu Hause gegen Augsburg. Das wäre das Typische, wo du sagen musst, ah ja, genau. Aber ich weigere mich ehrlich gesagt, das zu akzeptieren, dass das immer so sein muss. Nein, du spielst aus gegen Augsburg und gewinnst einfach 2-0. Fertig. Nicht mal schön, aber du gewinnst es, wie der Dennis gesagt hat. Am Ende ist es vielleicht ein Eckball und dann ein Konter so. Aber du gewinnst einfach, weil, ja, du musst diese Spiele gewinnen, sorry. Also du fährst ja nach Köln und die sind ganz ekelhaft, weil die müssen ja auch irgendwann mal punkten und die werden sich irgendwann aufraffen. Und das wird vielleicht gegen Eintracht passieren, dann fährst du nach Leipzig, da gewinnst, holst du auch nichts. Das heißt, die Eintracht muss dieses Spiel gewinnen, um ganz befreit nach Köln fahren zu können und zu schauen, was abgeht. Und das soll auch drin sein, weil diese Augsburger Mannschaft, die ist auch zu Recht unter den Abstiegskandidaten und die haben sich auch noch nicht da rausgespielt, weil, wie du es gesagt hast, Gladbach spielt Hacking-Fußball, die werden die Saison scheinbar Probleme kriegen. Ich fand die überhaupt nicht gut. Also ich fand, denen ist nichts, natürlich ist Gladbach, die haben gute Einzelspieler, die haben so ein Grundsystem, haben die, aber ich habe das Gefühl, die kommen damit nur bis, keine Ahnung, so 10 Meter vor den 16er und dann müssen die erstmal schauen. Ja. Also da ist nichts Krasses dabei. Die haben natürlich Hermann, der so ein bisschen schnell ist, der kann Situationen, aber so, gegen die haben die 2-2 gespielt und dann haben die ja gegen Köln gewonnen, die momentan tatsächlich noch auf der Suche nach sich selber sind. Das würde ich nicht überbewerten. Da hat die Eintracht für mich in den ersten drei Spielen klar besser gespielt. Diese Euphorie, die jetzt aus Gladbach mitkommt zum Heimspiel, wo die Stimmung gut sein wird, wo Boateng hoffentlich wieder fit ist und wie du es gesagt hast, was ja halt geil ist, ob Hasebe jetzt spielt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Und diese Aussage hättest du mal in der letzten Saison treffen sollen. Das hättest du ja nicht gekriegt, die Aussage von keinem von uns. Eben, also und das ist ja auch das Geile. Ich beziehe meinen Bammel auch nicht darauf, dass ich jetzt Augsburg unwahrscheinlich gut machen will, sondern eher, weil es noch in meinem Kopf so dieser typische Weg ist, du spielst gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die eigentlich besser sein müsste, aber tatsächlich grottenschlecht ist, gewinnst du und gegen Augsburg eine Mannschaft, wo du sagst, die musst du einfach 3-0 dominieren, kriegst dann nachher irgendwie einen vor die Füße. Das ist halt einfach in meinem Kopf noch so drin und da komme ich nicht so richtig von weg. Ja, eben, das ist ja. Ja. Na, ich hoffe wirklich, dass wir die Euphorie mitnehmen können. Gerade die Gedanken dürfen gar nicht aufkommen. Und ich denke, da haben wir aber mit Kovac sowieso den richtigen Mann, der die Mannschaft da auch richtig wieder heiß machen wird. Und wenn man sagt Kovac, natürlich auch das Team außenrum. Ich hatte das Gefühl, die haben sich auch nicht abschrecken lassen, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, von den ersten zwei Spielen, die dann nicht so erfolgreich waren, trotzdem gut gespielt. Hast das der Mannschaft ja nicht angemerkt in Gladbach, dass die verunsichert waren, sondern die haben ja gleich Vollgas gegeben. Und wenn wir das wieder auf den Platz bringen können, eben, von Anfang an Vollgas, ein frühes Tor und schon ist das Ding eigentlich wieder zumindest zu unseren Guten entscheidbar. Klar, kannst du Pech haben oder dann ist es eine Scheißsituation, Videobeweis, wo du sagst, was ist das hier wieder für ein Schrott, was macht ihr da und dann hast du Pech, dann geht es vielleicht unentschieden oder du verlierst sogar, aber eigentlich, wenn du wirklich dieses System wieder spielst, nämlich mit Vollgas ran und gleich versuchen, das Tor zu machen, erzählen, denke ich, ist da alles drin am Samstag. Ich denke auch, und ich denke auch, dass die Mannschaft so denkt. Ich denke zum Beispiel, dass trotzdem so Spieler wie Boateng, die werden sich nicht hinstellen, wie wir das früher hatten. Ja, es gibt keine Kleinen mehr, wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und dann müssen wir auch gegen Augsburg zu Hause, das wird ein hartes Stück Arbeit, nix. Die sagen hier, wie ballern die weg, fertig. Und dann müssen wir, wie der Dennis es sagt, da kann es natürlich am Ende immer noch schief gehen, wenn du Pech hast, aber du solltest schon beim Heimspiel gegen Augsburg in dieser Bundesliga-Saison, die gefühlt schwerer ist als letzte, weil Darmstadt und Ingolstadt wechseln, das solltest du zu Hause schon regeln, sorry. Und ich bin zuversichtlich und das ist komisch, weil ich bin eigentlich immer echt sehr skeptisch, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Eintracht am Samstag einigermaßen ungefährdet gegen Augsburg gewinnt und wir dann mal schauen können, was passiert, weil unsere Täler werden kommen, aber ich sehe die Mannschaft momentan nicht. Ich sehe nicht, dass sich das andeutet, dass die Eintracht grottenschlecht gegen Augsburg spielt. Gar nicht, sehe ich kein einziges Anzeichen dafür.
Das Einzige, was passieren kann, dass Eintracht nichts einfällt oder wieder fünfmal einen Pfosten schießt. Aber dass die Mannschaft scheiße spielen wird, das sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Weil selbst wenn ein, zwei, drei Leute Formschwächen haben, haben wir mittlerweile so viel drin, die es dann halt, dann müssen die es halt machen. Und genau. Oder du kannst in der Halbzeit auch nochmal wechseln und sagen, okay, du hast es nicht gebracht, hier, Herr Gota, Jovic, jetzt könnt ihr es mal probieren. Also ich bin da, gerade mit Aller gegen so eine tief gestaffelte Abwehr, kann ganz gut sein, weil du kannst wenigstens diese Mittelfeldreihe überspielen mit so einem langen Ball und dann können die Außenstürmer immer noch irgendwo auf die Viererkette treffen und schauen, was passiert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Dennis und sich das hier jinxen, dass die Eintracht 1-0 durch eine Standardsituation in Führung geht. Ist das euer Tipp 1-0? Dann kommen wir nämlich mal zu den Tipps. Mein Tipp ist 2-0 für die Eintracht. Du sagst 2-0. Herr Dennis. Ich sag 1-0, ja. Du sagst 1-0. Ich bin leicht optimistisch und würde das 1-0 mitgehen. Sehr gut. Sehr gut. Aufstellungstechnisch, aber nur damit wir es nochmal abklären, für wen würdet ihr denn, wenn Hasebe aufgestellt werden würde, Faet oder Salcedo raus? Weil eigentlich ist ja Salcedo schon meiner Meinung nach noch ein bisschen der bessere, der ja. Ja, ich sag mal, der Rohdiamant, der natürlich im Moment noch ein bisschen den Rhythmus sucht, aber es ist schwierig. Also, oder würdet ihr es tatsächlich so lassen, wie es ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Geht mir ähnlich. Also von der spielerischen Variante würde ich eher ein Fallett drin lassen, weil er die Erfahrung jetzt, die Praxis schon hat und das dann wahrscheinlich das stabilere Konstrukt ist. Auf der anderen Seite hast du Salcedo ja auch genau aus dem Grund geholt, der eben diese Veranlagung hat und das ist natürlich auch so eine schwierige Botschaft, auch wenn du das freundlich verpackst, zu sagen von wegen, naja, du warst halt eben die Aushilfe für den Verletzten, jetzt ist er wieder da und jetzt darfst du wieder runter. Also ich könnte es auch nicht entscheiden und ich würde mich da jetzt auch nicht festlegen wollen. Es gibt Gründe für den einen und auch Gründe für den anderen. Ich glaube, im Endeffekt würde ich so machen, zu sagen, wir wollen bei Hasebe kein Risiko eingehen. Ja, das ist eine gute Sache. Du am leichtesten rechtfertigen könntest, zu sagen, okay, wir haben englische Wochen, wir wollen dich nicht zu früh einsetzen, wir spielen jetzt so wie in Gladbach und du kommst dann wahrscheinlich schon, und wer weiß, vielleicht hat sich dann durch den einen oder anderen Zwicken-Zwacken hat sich dann wieder von selber erledigt. Obwohl Hasebe natürlich schon noch ein bisschen Stabilität auch hinten reinbringt. Ja, das ist teilweise, finde ich. Das Problem ist eigentlich, bin ich auf eurer Seite, müsste man Fallett rausnehmen. Also Abraham, Salcedo, Hasebe ist eigentlich das, womit ich gerne spielen wollen würde. Das Ding ist, Fallett finde ich geil, weil er teilweise sogar auch Williams unterstützt, weil er halt echt einen feinen linken Fuß hat. Also du hast teilweise, wenn zum Beispiel Williams sich irgendwo links festläuft, dann spielt er den Ball zurück und dann steht Fallett da, der auch flanken kann. Das hast du nicht bei vielen Innenverteidigern. Ich finde Fallett eigentlich auch offensiv, ich finde den gefährlich. Also ich würde ihm zutrauen, dass er ein paar Kopfballtore macht. Ich könnte es überhaupt nicht entscheiden, ehrlich gesagt, gar nicht. Weil die noch eine Variante wäre ja vielleicht Chandler rauszunehmen und irgendeinen von denen rechts spielen zu lassen, aber ja. Da sehe ich leider keinen. Wenn Fallett dieselben Qualitäten hätte mit dem rechten Fuß, dann würde ich vielleicht denken, okay, aber da bringst du auch wieder zu viel Unruhe rein. Das heißt im Endeffekt, genau. Ja, das wird interessant und Kovac wird die richtige Lösung finden, weil ich sogar glaube, dass er so viel gar nicht falsch machen kann. Das heißt, egal wen du rausnimmst, Fallett, Salcedo oder Hasebe nochmal ein bisschen draußen lassen, ist eigentlich egal, weil für mich ist das Allerwichtigste, dass Abraham da hinten ist, ehrlich gesagt. Ja. Weil er muss sich um Finn Bogason kümmern. Und dann war es das eigentlich auch mit Augsburg, ehrlich gesagt. Dann ist da nicht mehr viel. Also, was soll da noch sein? Kommt nichts mehr, ja. Position mit de Guzman lieber Rebic dort spielen lassen oder da die Position de Guzman lassen, Rebic erstmal auf der Bank und vorne spielen wir mit der gleichen Aufstellung? Nee. Ich würde das machen, was ich eigentlich letzte Woche schon gedacht habe. Ich würde de Guzman rausnehmen, Boateng auf die Position stellen und Rebic auf die Boateng-Position. Nach vorne ziehen. Okay. Da würde ich auch eher mitgehen. Ich würde das System nicht umstellen. Nee. Würde ich auch nicht. Und ich würde Rebic auch nicht da irgendwo mitten im Mittelfeld, nee, ist nicht seins. Dann lieber den Boateng zurückziehen, der kann halt auch die Bälle. Ohne Scheiß, eine Doppelspitze mit Rebic und Aller ist eigentlich perfekt. Weil du hast diese Kante, dann hast du einen schnellen, der auch auf die Außen ausweichen kann, um ein bisschen Räume aufzureißen. Und dann hast du quasi auf den Achtern, was ja sogar eigentlich fast noch mehr Boatengs Position ist, Gacinovic, Boateng und dahinter Fernandes. Also das ist schon übel geil. Und Dann kommt lange nichts und dann kommt die Abwehr. Ja, aber das tut mir leid für die Guzman. Aber ich habe es ja schon gesagt, im Endeffekt tut mir das lieber leid, als zu denken, okay, scheiße, wer soll jetzt da und da spielen? Also wenn du momentan, obwohl Karel und Fabian verletzt sind, eigentlich unsere zwei besten Mittelfeldspieler
und du hast trotzdem jemanden, den du gerne spielen lassen würdest und findest für ihn keinen Platz, das ist doch super. Also ist doch perfekt, genau wie wir in der Abwehr das hatten. Würde ich jetzt auch, es ist keiner, wo ich sage, boah, der muss endlich raus, der tragt den nicht mehr. Sondern wir, wenn wir jetzt hier eine Aufstellung machen, haben wir jeder von uns ein schlechtes Gewissen. Ach, der Arme, der hat auch gut gespielt. Das ist doch super. Also von daher... Da kommt es dann wahrscheinlich auch auf die Trainingseindrücke an. Genau. Und das ist ja das Gute, dass da richtig Druck jetzt ist. Genau. Das finde ich gut. Ja. Eigentlich ist das schon schön, dass die Positionen endlich mal so gut doppelt besetzt sind, dass der Trainer tatsächlich gucken kann, wer hat denn hier eigentlich mehr gepowert und hast ja trotzdem noch die Möglichkeit auch zu wechseln, hast du ja auch vorhin schon angesprochen. Also ich bin auch guter Dinge, dann lassen wir uns mal überraschen. Genau. Hervorragend. Dann haben wir, glaube ich, das... die reinen Fußballthemen abgehakt und kommen jetzt mehr zu diesen Mainstream-Themen und wir reden über Dummschwätzer der Woche. Bevor wir zu einer langen Liste von Nominierten kommen, ihr wart wirklich da draußen sehr fleißig und habt uns einige Nominierungen reingereicht, müssen wir ja erstmal auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat. Wir hatten zur Auswahl den Herrn Bobic wegen seinem Kicker-Interview und den Herrn Bierhoff und ich glaube, es ist relativ klar, wer da gewonnen hat. Nämlich der Herr Bierhoff mit ganzen 93%. Ja, wir hatten bislang noch keinen, der 100% hatte, aber über 90 hatten wir ein paar und Herr Bierhoff hat sich da jetzt wunderbar eingereiht. Und dann Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir eine ganze Reihe von Nominierten, allein 3 Hörernominierungen und dann hat Basti nochmal ganz tief in seine Nominiertenkiste gegriffen und hat eine kleine Handpuppe rausgezogen. Habe ich das? Ja, hast du. Das war vor einer Stunde. Und da hast du es schon wieder vergessen. Nee, ich habe es nicht vergessen, aber ich habe gedacht, das wäre nur der eine, der letzte. Ja, genau. Du hast den. Fangen wir mit dem an. Mit. Nee, wir fangen von oben an. Also, wir haben an Hörernominierungen. Zum einen den Herrn Minzlaff für seine Aussagen beim Fußball-Summit zur wunderbaren 50+1-Regel, der Meinung ist, dass RB Leipzig ist nicht wettbewerbsverzerrend. Alle haben die gleichen Bedingungen. Okay. Die Meinung kann man mal haben in seinem Glaskästchen. Ja, der ist sowieso, der ist ein ganz, ganz merkwürdiger Typ, der auch kritisiert hat, dass Leute Dopingverdacht bei Usain Bolt haben und das würde es ja nur in Deutschland geben. Auf der ganzen Welt würde die dem zujubeln und nur in Deutschland machen sich Leute Gedanken über Doping, als wäre das irgendwie was Schlimmes, wenn man irgendwie Systematiken hinterfragt. In einem Sport, wo es ja schon ein oder andere Dopingfall gibt, aber ja, passt dazu, wie sie mit allen Sachen umgehen, weil einer, der bei denen irgendwie in der medizinischen Abteilung tätig ist, der ist von diesem Thema auch nicht so weit weg. Also wollen sie da vielleicht schon mal so ein bisschen das Feld bereiten, damit es dann nicht ganz schlimm ist. Aber gut, ich kann zu dem Thema nichts mehr sagen, weil es mich echt wütend macht. Das ist ein unnötiger Verein. Den ja. Gerne nicht dabei. Ich meine... dann sollen sie halt einfach klar und deutlich sagen, was ihre Position ist, aber nicht immer so versuchen, als wenn sie auch irgendwie das Weißeste unter den schwarzen Schafen wären. Also funktioniert halt auch nicht. Nehmt ihr halt auch keinen ab. Die könnten entweder die Schnauze halten und oder die sollten damit einfach ein bisschen aktiver umgehen, zu sagen, ja, wir haben natürlich bessere Voraussetzungen, wir sind froh, dass wir so viel Geld haben. Aber so zu tun, als wenn die irgendwie auf natürliche Weise jetzt da so weit oben sind. Ja, das ist schwierig. Nur durch aber tolle das, Jugendarbeit. Ja, ja. Das passt aber zu einer Debattenkultur, die sich allgemein irgendwie in der Gesellschaft entwickelt. Dieses, ich behaupte einfach irgendwas, das ist so dieses, ja, du hast das Gefühl, Facebook-Kommentare sind plötzlich zum Leben erweckt worden. Also es gibt so viele fleischgewordene Facebook-Kommentare und er gehört auch dazu. Wir haben es in Amerika, wir haben es jetzt hier in Deutschland auch mit der einen oder anderen AfD-Spacken-Typen da muss man sich irgendwie ein Fell aneignen, weil man sonst ausrastet. Also das ist ja wie, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt vor Dennis setze und behaupte, 10 Jahre, ja, der Himmel, der ist grün, Dennis, gell? Der zeigt mir, der sagt, nee, der ist blau. Basti, glaub ich dir das. Nein, dann sagt er, der Himmel ist blau. Dann sag ich, ja, du kannst doch hinschauen. Der Dennis sieht, dass der Himmel blau ist. Ja, was für Möglichkeiten hat der Dennis, mich davon zu überzeugen? Dann muss der Dennis einfach aufstehen und sagen, alles klar, Basti, bleib du hier sitze. Denk du, dass der Himmel grün ist? Ich gehe jetzt mal woanders dahin, wo die Leute es noch raffen. Also so, das ist das Einzige, was man machen kann. Was will der Dennis machen? Weil wenn der Dennis mich dann nämlich schubst und sagt, pass die Wache auf, dann rufe ich die Polizei und sage, hier, der hat mich angegriffen, sofort hier, der Schuldige. So, das ist ja das schwierig. Ist diese Diskussionskultur, die wir da gerade irgendwie so haben. Das macht es schwierig. Die versuchen so lange zu provozieren, bis unverhältnismäßige Reaktionen kommen und die werden dann benutzt, um eine Diskussion zu führen, zu sagen, ja, aha, aber du. Und keiner redet mehr über das Ausgangsthema, von daher, naja. Genau. Wollen wir jetzt eine Weile aufregen.
Vielleicht aber doch, schauen wir doch mal, wer noch auf der nominierten Liste steht. Zweite Hörernominierung ist der Herr Lewandowski für seine Aussage zu Emotionen und Spitzensport, der ja in diesem Kicker-Interview oder was, Spiegel-Interview, ich glaube Spiegel, gesagt hatte, irgendwie so sinnhaft, soweit ich das noch zusammenkriege, das Einzige, was im Spitzensport zählt, ist der Erfolg und das Geld. Da hat er zwar faktisch mit Recht, aber als Fan ist das natürlich nicht das, was du hören willst. Ich weiß, aber die Unterstützung, die Nominierung unterstütze ich nicht. Ich finde, dass er da ziemlich klar sich geäußert hat. Ich finde auch nicht, dass er jemals was anderes behauptet hat. Also Lewandowski war nie ein Wappenküsser. Lewandowski hat natürlich einen anstrengenden Berater. Ich finde, das, was er da sagt, passt zu ihm, wie er sich verhält. Und wenn mir das einer so klar sagt, dann respektiere ich das. Weil ich nicht davon ausgehe, dass es bei vielen anderen ist. Und da ist es viel schlimmer, wenn irgendwelche, keine Ahnung, die einen aberzählen, ja, das ist mein Traumverein und wie Götze das damals bei Dortmund nach seinem bei seinem Abgang gemacht hat. Ich weiß nicht, ich finde, was Lewandowski da gesagt hat, ist, es ist natürlich fast gerade zusammen, wo der Fußball sich hinentwickelt und ist natürlich sehr, sehr nüchtern betrachtet, aber ich finde es eigentlich okay, ehrlich gesagt. Ich hätte ihn nicht nominiert, aber verstehe natürlich, wenn ihn jemand nominiert, weil Sachen sind, die keiner hören will. Ja. Genau, aber deswegen auch hier demokratische Entscheidung. Ihr habt ja dann nachher, liebe Hörer und Hörerinnen, die Möglichkeit abzustimmen und dann könnt ihr ja genau so ist es. Entweder Bastis grünem Himmel zujubeln oder halt eben, wie Dennis sagen, der Himmel ist blau. Das ist euch dann überlassen. Genau, dann haben wir die dritte Hörernominierung und ich glaube, dass da wirst du schon eher zustimmen. Und zwar, auch wenn du es nicht gesehen hast, wurde Paul Breitner einfach komplett für seinen ganzen Auftritt im Doppelpass nominiert. Ohne einen einzigen speziellen Punkt rauszuheben, einfach komplett für alles, was er da von sich gegeben hat. Es muss wohl ein Fest gewesen sein. Das ist auch sowas, was ich, da würde ich blind zustimmen. Da brauche ich mir gar keine Ahnung. Nominierung kann man immer mitgeben. Ja, eben. Das brauchst du nicht mehr. Du musst ja nicht mal wissen, was der Doppelpass ist. Du musst einfach nur wissen, Paul, ja, alles klar. Paul Breitner, weil ich habe auch irgendwo am Rande gelesen, dass er Ancelotti kritisiert hat. Ja, das reicht mir schon. Sowas. Das reicht mir schon, weil ja, weiß nicht, Paul Breitner. Ja, ja, ist der Karl-Heinz Rummenigge aus dem Jahre 2017. Da kann sich der Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, sogar schon gewählter ausdrücken. Karl-Heinz Rummenigge ist aus dem Kasper, Paul Breitner ist aus dem Kasper, meine ich. Wo man dachte, der wäre endlich von der Bildfläche verschwunden und wäre froh, dass sein Kumpel Uli, der ihm da irgendeinen Beraterjob gegeben hat. Jo. Sie kommen alle wieder. Also man muss ja sagen, es wird ja einen Grund haben, warum der keine großartige Karriere gemacht hat, obwohl er eigentlich die richtigen Kontakte hat. Das muss ja, man ja, also richtig. Du siehst es ja an Brazzo zum Beispiel. Der Brazzo, der, weiß ich nicht, der wahrscheinlich Autos waschen würde, wenn er kein Fußballer geworden wäre, ist jetzt Sportdirektor bei Bayern, da siehst du ja, was passiert, wenn du dich mit Uli Hoeneß gut verstehst und Breitner und Hoeneß verstehen sich ja gut. Ja. Also dies, ja, beim Würstchen da musst Uli du dich ja schon so anstellen wie Lothar Matthäus und wegen ein paar tausend Euro wegen so einem Abschiedsspiel klagen, dass du irgendwie auf die schlechte Seite von denen gerätst. Aber eigentlich hast du ja, wenn du aus dem Umfeld kommst, hast du ja die Bild-Zeitung, Bayern, du hast ja alles hinter dir. Und DFB, dass du irgendwie irgendwo unterkommst, wenn du dich nicht ganz so blöd verhältst. Und selbst das hat Breitner nicht geklappt. Das wird einen Grund haben. Und deswegen, diese Nominierung will ich auch blind mitgehen, ohne jetzt genau zu wissen, was er gesagt hat. Alleine, dass jemand wie er Ancelotti kritisiert, ist ein bisschen skurril. Aber da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, weil ich kritisiere auch oft den einen oder anderen Welttrainer wie Armin Fee, also von daher. Ja, aber wir haben doch vorhin gelernt, kritisieren ist erlaubt. Dann hast du noch eine Nominierung und zwar den Herrn Pratzo für seinen Auftritt im Sportstudio, auch ohne da einen speziellen Punkt rauszugreifen. Ja, nee, da ging es auch gar nicht um so einen speziellen Satz, aber ich finde, Pratzo ist ein Phänomen. Ich habe ja eben schon angerissen, wie ich denke, wie er da zu Amt und Würden gekommen ist. Und man tut ihm, glaube ich, keinen Gefallen, dass er jetzt der Frontmann ist, der in dieser Phase erklären soll, was da los ist, weil der froh sein kann, wenn er überhaupt drei Sätze gerade hintereinander kriegt und dann einfach 50 Mal das Gleiche sagt. Ich glaube, der hat 4, 5, 6, 7 Mal fokussieren gesagt und gesagt hat, ja, wer keine Tore schießt, kann ein Spiel nicht gewinnen. Also der hat eine Phrase an die andere gereiht. Eine Phrase nach die andere gereiht, eigentlich in einem Format, was jetzt auch nicht unbedingt tiefgründig ist, aber schon ein bisschen besser. Also im Sportstudio, in diesen Einzelinterviews im Sportstudio von den Abendspielen, da wird trotzdem ab und zu wenigstens ein bisschen
nachdrücklicher nachgefragt. Ja, ja, stimmt. Das ist richtig. Also Qualität ist jetzt kein, nicht ganz so unterirdisch. Die ist nicht ganz so und da wird wenigstens so ein bisschen, und die Gäste sind auch so ein bisschen vorbereiteter, weil sie sich ein bisschen abregen konnten. Aber er hat halt geantwortet, wie als wenn Ecki Häuser vor ihm stehen würde nach einem Feldinterview. Ja, wir waren nicht eng genug bei den Männern, wir haben es ja belohnt. Also, ich finde ein Phänomen, wie er da installiert werden konnte, kann es mir außer mit irgendwelchen Klüngeleien nicht erklären. Wirklich erklären, ja. Klar muss er auch noch lernen, das muss man ihm auch zugestehen. Aber das ist, ohne jetzt wieder ausschweifen zu werden, aber Uli Hoeneß sammelt, glaube ich, viele Soldaten um sich rum, wo er weiß, dass sie ihm einfach dankbar sein müssen, dass die überhaupt den Job haben. Und die werden ihm keine kritische Frage stellen. Also das ist ja so, du kannst dir ja quasi so ein Team aus Soldaten um dich rum scharren, wo du genau weißt, die werden sich nicht wagen, dir zu widersprechen, weil die überhaupt froh sind, dass du sie in eine Position gehievt hast, die sie eigentlich sonst nicht bekommen hätten. Das ist es ja. Die werden nicht irgendwann sich gegen dich stellen, weil die ohne dich gar nicht da wären. Und ich auch glaube zum Beispiel Kanonenfutter, was du natürlich am Anfang den Wölfen vorwerfen kannst, wenn irgendwie mal Probleme da sind, dann verlieren da wieder mal ein paar ihre Pöstchen. Aber da bin ich voll bei dir. Also das ist im Endeffekt, machte Uli gar nicht so schlecht mit seinen Leuten da. Ja, ja. Nee, das macht er nicht. Aber es ist, glaube ich, für den FC Bayern nicht der Schritt in die Zukunft. Ja. Weil wir müssen ja mal festhalten, der jetzige Sportdirektor vor Bayern, der war vor ein paar Monaten noch, war der in Shanghai als Repräsentant unterwegs und hat sich mit Bernie fotografieren lassen. Also nur um das jetzt die Transformation klar zu machen, zu sagen, okay, vom Job A zu Job B, einmal mit dem Maskottchen, also du bist quasi selber ein Maskottchen, lässt dich mit dem Stoffmaskottchen in Shanghai auf einer Terrasse fotografieren und gehst mit Giovanni Elba ab und zu mal einsoffen. Ja, von da zum Sportdirektor, der beim großen Verein, der zu den Top 5 der Welt wahrscheinlich gehört, da strategische Planungen anschließen soll, aber nicht mal ein unfallfreies Interview geben kann, das ist zumindest skurril und rechtfertigt zumindest für dieses Interview eine Nominierung in unserer Familiensendung. Ja, absolut. Gut, das heißt, ihr liebe Hörerinnen und Hörer habt die schwere Aufgabe zu entscheiden zwischen den 4 Nominierten auf der Liste. Ihr findet dazu wie immer eine Abstimmung unter eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Folge und dann abstimmen und dann schauen wir mal nächste Woche, wer von den 4 denn das Rennen gemacht hat. Ich könnte so eine gewisse Tendenz da jetzt rauslesen, aber ich will ja hier keine Beeinflussung betreiben. Gut, dann haben wir auch dieses Thema abgehakt und dann kommen wir zu den Empfehlungen. Und ich habe da 2 sehr politische Themen und bin gespannt, ob ihr noch was habt. Als erstes möchte ich nochmal den Aufruf von Dennis von letzter Woche aufgreifen und das werdet ihr jetzt noch das ein oder andere Mal hören. Und zwar geht wählen. Am 24. September ist Bundestagswahl. Jede Stimme ist wichtig und von daher rafft euch auf, geht am 24. dahin. Ich werde die Jungs dann da auch irgendwie hinschleifen und dann aber da macht jeder sein Kreuzchen. Das ist extrem wichtig und da sollte sich jeder mit auseinandersetzen. Da gibt es auch keine Diskussion. Könnt ihr euch auch vorher noch informieren, aber wählen ist schon mal ein guter Schritt. Auf jeden Fall. Überhaupt zu wählen ist schon mal gut und wenn ihr euch vorher noch informiert, wäre das genial. Genau, das ist dann quasi das extra Fleischsternchen, was ihr dann bekommt. Und zum Thema informieren habe ich natürlich auch was, weil ich bin ja nicht ganz unvorbereitet. Zwar jetzt keine informieren in Sicht auf aktuell Parteien und Wahlprogramm und so weiter, aber ich möchte euch an der Stelle die aktuelle Folge Logbuch Netzpolitik empfehlen. Was die Damen und Herren dort gemacht haben, ist nämlich, sie haben mal aktuelle PC-Wahlsoftware auseinandergenommen, nämlich die Software, die dafür verwendet wird, wie die ausgezählten Stimmen, also quasi diese Schnellergebnisse von den Wahlkreisen zum Bundeswahlbüro kommen. Und das ist schon sehr, sehr abenteuerlich, wie da mit so Software und Zeug und Kram umgegangen wird. Besonders interessant wird es für die Hörerinnen und Hörer hier vielleicht, weil das unter anderem die Software ist, die in Hessen eingesetzt wird, damit die Zahlen da kumuliert versendet werden. Also da ist schon sehr viel falsch mit Passwörtern, die einfach so auf irgendwelchen Webservern rumliegen und anderen Dingen. Also hört es euch an, es ist knapp 2 Stunden, aber es ist an Absurdität nicht zu überbieten. Es hätte auch ein Kabarettstück sein können. Ich habe auch am Rande mitbekommen, das ist schon, ja, in letzter Zeit schüttel ich oft den Kopf, ist komisch.
Ja, es war schön, dass sich alle ausgeredet haben, weil sie gesagt haben, ja, aber am Ende wird es doch nochmal schriftlich in normaler Schriftform übersendet, wo man auch nur denkt, okay, toll, ja, gut, dass ihr wenigstens einen einzigen Sicherheitsaspekt drin habt. Und ob das immer so funktioniert, da sind wir natürlich auch alle skeptisch, aber schön. Das ist in der Tat, ist das richtig, dass das, also die Software dient ja nur bedingt dafür, die tatsächlichen Wahlergebnisse zusammenzutragen, wobei an vielen Stellen es wohl auch so ist, dass am Ende gar nicht mehr irgendwie nochmal nachgezählt wird, sondern quasi dieser Ausdruck aus der Software, der da vorgefertigt irgendwie rauskommt, nochmal unterschrieben wird und weggeschickt wird. Also dann hast du das gleiche Problem halt auch. Okay. Aber das Problem ist ja nicht nur, dass du am Ende vielleicht ein falsches Ergebnis hast, aber das Problem ist ja auch, dass wenn du Sonntagnacht in den Hochrechnungen irgendwie liest, Partei XY hat irgendwie 24% und dann kommst du 3 Tage später um die Ecke und sagst, Entschuldigung, wir haben uns vertan, es sind dann doch irgendwie nur 8,5. Dieses komplette Vertrauen in ein solches demokratisches System wie eine Wahl ist halt total für den Arsch danach. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Und ist auch ein Ding, ja. Ist das Schlimmste, was bei diesem ganzen Thema passieren kann. Also von daher, hinterfragt Dinge, informiert euch, geht wählen und ich empfehle jedem wirklich wärmstens diese Folge, wenn ihr mal hören wollt, was da so ganz, ganz schief läuft und warum digitale Wahlen so überhaupt keine gute Idee sind, da findet ihr es alles. So, jetzt will ich mal hören, was ihr beide noch habt. Ja, ich zum dritten Mal, wenn der René und ich dieses Jahr austragen, welches Fußballspiel man kaufen soll. Du hast doch überhaupt keine Zeit, dir die Demo anzuschauen. Vergiss es doch. Am Mittwochabend hoffentlich oder Mittwochmittag bei mir im Briefkasten. Am Donnerstag kann man es, glaube ich, kaufen. Pro Evolution 2018 kommt raus, Menes. Oha. Ja. Was mit den Frauen? Die Frauen natürlich auch, sorry, das war jetzt umgangssprachlich. Was sagen? Ich werde jetzt gar nicht mehr so viel Energie dafür aufwenden, weil ich schon merke, in meinem Umfeld auch und bei euch sowieso, dass die meisten Leute komischerweise FIFA zocken. Aber gut, muss ich nicht verstehen, ich brauche es ja nicht spielen. Ich habe dann leider nur nicht so viele Spielkameraden. Aber Pro Evolution ist trotzdem die Benchmark, was Spielphysik und alles betrifft. Klar gibt es die Präsentation und die Lizenzen und alles mögliche drumherum und Story-Modus ist bei FIFA auch ganz cool. Aber ich habe ja letztes und vorletztes Jahr beides Mal das probiert. Und hab diese ziemlich, also hab das an einem Tag immer hintereinander gezockt und da wirkt FIFA auf mich einfach unrealistisch. Ich weiß nicht, wie dies ist. Ich werde es mir beim einen oder anderen Kumpel vielleicht auch mal anschauen, aber es ist wohl sehr langsam geworden, FIFA. Also es wurde extra, wurde diese Dynamik, die du den letzten Teil drin hattest, entschärft, um es realistischer zu machen. Mal schauen, ich bin auch gespannt. Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist natürlich auch immer das, was man sucht. Weil klar, manche Leute wollen einfach nur schnell zocken. Da brauchst du jetzt natürlich keine Realist. Aber bei Pro Evolution ist es halt für mich, von der Ballphysik und auch wie das Spiel sich verhält, ist es halt einfach besser, weil du kannst 1000 verschiedene Tore schießen, weil der Ball nach da und da abprallen kann. Da finde ich FIFA an gewissen Stellen auch so ein bisschen zuvor vorgefertigt, aber wie gesagt, bin ja auch keine Expertise, will auch niemanden mehr missionieren, das hatte ich früher, weil ich nie verstanden. Letztes Jahr. Ich konnte es nie verstehen. Ich verstehe es eigentlich unter uns gesagt immer noch nicht, wie überhaupt jemand statt Pro Evolution FIFA zocken kann, ist ja auch egal. Aber ich empfehle für alle Pro Evolution-Leute da draußen, Donnerstag geht's vorwärts und vielleicht kann ich ja mit dem einen oder anderen hier dann mal das ein oder andere Online-Match austragen mit unseren MyClub-Teams, das will ich hier auch noch betonen, weil ich habe mir natürlich die MyClub-Version gekauft für 10 Euro mehr, wo ich dann den einen oder anderen coolen Agenten kriege, der mir einen Spieler holt. Aha, also auch Wettbewerbsverzerrung hier. Ja, ich bin das Red Bull Leipzig der Pro Evolution-Szene. Ja, so sieht's aus. Aber anders als bei Red Bull hat jeder Zugang zu dem Spiel. Also das kann jeder so kaufen, das habe ich ja nicht unter dem Ladentisch gekriegt. Das kostet halt einfach nur mehr. Du hast ja, wieso? Die Spieler, die Leipzig kauft, kann auch jeder kaufen. Sie zahlen halt einfach noch mehr als die anderen. 10 Euro. Naja, gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist meine Empfehlung. Sehr gut. Ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich was zu FIFA 18 sage, da ich aber noch nicht viel, also die Demo noch nicht gespielt habe, die aber heute Nacht ja irgendwie rauskommt, werde ich dazu vielleicht nächste Woche was sagen, aber wir werden diese Diskussion sicherlich nochmal führen. Genau. Gut. So, schließe ich mich an. Jetzt kommt Dennis um die Ecke und pickt irgendwie, was könnte Dennis sein favoriertes Spiel sein? Autobahnraser Teil 48. Genau, oder? Genau. Oder nein, der Bussimulator. Der Dennis ist, da hat wahrscheinlich keine Zeit.
Ich habe leider keine Zeit. Nein, 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 leider keine Zeit. Diablo oder sowas würde ich gerne mal wieder spielen. Diablo 3 gab es da nicht jetzt irgendwie eine neue Klasse oder sowas? Totenbeschwörer hätte ich mal Lust drauf, aber gut. Keine Zeit, keine Zeit, einfach. Ja, genau. Okay. Keine Zeit, kein Geld, obwohl so teuer ist, glaube ich gar nicht. Wenn da jemand mal drüber berichten kann, wie es ist, gerne. Gerne im Chat, gerne mich anschreiben. Würde ich gerne mal was drüber erfahren. Dankeschön. Ja. Empfehlung also, habe ich aber keine, leider. Tut warum mir leid. Nicht? Du, sucht euch einen guten Job, studiert was Gescheites, dann müsst ihr, habt ihr auch was vom Leben, das ist eine Empfehlung. Habt ihr auch was zu tun und könnt mit dem komischen Gespiel da aufhören. Wir haben das schon verstanden, Dennis, wir müssen da, glaube ich, nochmal intensiver drüber reden. Nee, ich meinte eigentlich, dann habt ihr mehr Zeit, nicht so wie ich, ich habe ja keine Zeit zu spielen und dementsprechend habe ich eindeutig den falschen Berufsweg ausgesucht mir, dementsprechend macht es nicht wie ich, sucht euch was Gescheites, dann habt ihr auch vielleicht wieder ein bisschen Zeit zu zocken, Dankeschön. Genau. Also, ja, aber das muss ich leider ein bisschen entkräften, weil ich habe studiert und habe trotzdem auch keine Zeit, also das ist auch nicht das Heilmittel, vielleicht können wir hier einen Euro-Jackpot empfehlen. Das ist immer gut, genau. Wir machen, lass uns doch eine Euro-Jackpot, Eintracht-Podcast, Euro-Jackpot, Tippgemeinschaft machen. Gut. Das meine ich ernst. Da sammeln wir ein bisschen Geld und dann spielen wir jede Woche alle zusammen Euro-Jackpot. Wer weiß, vielleicht müssen wir und ein paar Hörer dann nicht mehr arbeiten und dann können wir, was denkst du, was, wie gut der Eintracht-Podcast dann erst werden würde? Dann senden wir 24 Stunden am Tag. Ich würde es gerade sagen, dann machen wir einen Kanal da draus. Ja, perfekt. Super. Rundfunk Basti und Marvins und Bastis Wrestling-Ecke. 6 Stunden hintereinander. Vielleicht doch keine so gute Idee, wenn ich diese Programmvorschläge so. Super, da kannst du kannst dann, was weiß ich, du machst dann 7 Stunden, was weiß ich, Software-Kram für alle, da haben wir alles abgedeckt. Ja. Super. Und dann Dennis und ich trinken live vom Mikrofon. Ja, das könnte wieder interessant sein. Könnte eingefallen. Ja. Also wir. Gott sei Dank. Ich regle das mal an, es kann ja jeder, was für ein Hashtag nehmen wir, jeder, der da dabei sein wollen würde, dass ich die Namen mal sammeln kann, ich würde das auch organisieren, würde da das Geld einsammeln und immer tippen gehen, dann würde das natürlich auch transparent fotografieren, keine Angst. Geld, was immer gesammelt wird, würde ich dann einfach mal immer zocken gehen, dann können wir mal schauen. Also, was für ein Hashtag kann man da nehmen? Hashtag. So. Lotto Eintracht. Einfach ganz. Die EP-Tipprunde. EP-Jackpot. EP-Jackpot, das klingt doch gut. Oh, EP-Jackpot ist gut, ja. EP-Jackpot. EP-Jackpot. Hervorragend. Ich kündige jetzt schon mal meinen Job, vorsichtshalber. E-Klappen. Das ist genau die richtige Einstellung, ja. Ja, so sieht es aus. Sehr gut. Gut. Naja. Hervorragend. Dann haben wir das auch geklärt. Damit sind wir auf der Zielgeraden. Wir danken, oder ich möchte danken allen, die hier so fleißig mitgechattet haben. Heute war wirklich sehr, sehr viel los im Chat. Vielleicht sollten wir uns überlegen, immer montags 19 Uhr zu senden. Das könnte irgendwie ganz gut sein. Mal gucken, ob wir in der Tat den Marvin da irgendwie freikaufen können. Ja, ansonsten auch vielen Dank für alle, die fleißig per Twitter, Facebook, Kommentar geantwortet haben, YouTube, auf unseren YouTube-Dingern Kommentare geschrieben haben und die hier fleißig mit nominiert haben. Vielen Dank dafür, macht weiter so. Ja, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine angenehme Restwoche. Wir müssen mal gucken, wie wir das nächste Woche machen, weil englische Woche und so weiter. Es spricht irgendwie wieder alles für den Montag, aber das werden wir doch mal klären und über die Social Media raushauen. Also von daher behaltet das im Auge. Ja, und ansonsten schöne Restwoche, schönes Fußballwochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.